Moin Freunde, Dennosch wieder für euch am Start. Haha, ja, mit neuem Video. Ich heiße euch herzlich willkommen. Ich freue mich wieder riesig, Freunde, dass ihr bei mir am Start seid. Heute mal ein Unboxing, Freunde. Ihr habt es schon im Titel gelesen. Und ja, ich war lange nicht mehr online, aber darum geht es heute nicht, Freunde. Heute geht es um das gute Stück. So sieht er nicht aus. Aber den zeigen wir euch gleich. Ja, für die, die mir auf Instagram folgen, Freunde, die werden ihn schon gesehen haben, weil da bin ich immer aktuell am Start, Freunde. Und für alle, die mir jetzt mal auf Instagram folgen wollen, Freunde, Dennosch-YT, also YT, und dann findet ihr mich schon. Und da seid ihr dann immer auf dem neuesten Stand, wenn ich irgendwie was Neues poste, was Neues am Start habe oder ein neues Geschenk bekommen habe. Wie das Teil hier, das Ding habe ich zum Geburtstag bekommen. Und ja. Alles Weitere erzähle ich euch dann, wenn wir hinten an meinem Gamingplatz sind. Lichtverhältnisse sind nicht so optimal, aber pfeifen wir drauf. Ihr wollt ja wissen, was ist, was drin ist. So, ne? Okay. Ich würde sagen, wir gehen rüber. Oh, hast du. So, Freunde, in meinem Gaming-Bereich sind wir angekommen. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse passen, Freunde. Die sind hier nicht optimal. Ich habe aber jetzt keinen Bock, auf den Dachboden zu krabbeln und da die Tageslichtlampen jetzt für so ein kleines Unboxing hier rauszukramen, Freunde. Im Groben und Ganzen wisst ihr ja, worum es geht. Und das ganze gute Stück schauen wir uns mal an. Hier die Verpackung, Freunde. Richtig cool. Also ich muss sagen, da haben SCUF sich echt was einfallen lassen. Also macht Bock irgendwie, weißt du? So die Verpackung. Ich habe die auch immer hier so links hier neben mir stehen und guck mir die einfach so zwischendurch mal an, weil ich die echt cool finde. Ja. Ist halt auch Geschmackssache, aber sieht alles ganz nice aus. Und das gute Stück habe ich hier natürlich nicht gesponsert bekommen, weil ich kriege nichts gesponsert, Freunde, von niemandem. Ich muss mir alles selber kaufen und in diesem Fall hat mir das meine Frau gekauft, weil die war sehr aufmerksam, Freunde. Und die hat mir ja zwischendurch mal über die Schulter geguckt und ich habe schon länger nach solchen Dingern geguckt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe eigentlich öfter nach anderen Controllern geschaut, also unter anderem auch SCUF, weil die sehr speziell sind, finde ich, vom Design her und sowas hier mit diesen ganzen Gedöns hier raus drehen und so neue Pinöppels rein und so. Also ist auf jeden Fall cool gemacht. Die heben sich schon extrem von den anderen Custom-Controllern, sage ich jetzt mal so, ab. Aber ich hätte mir auch eventuell einen King-Controller gewünscht. Hätte ich auch genommen. Aber gut, in diesem Fall ist es ein SCUF geworden und da bin ich jetzt auch nicht böse drum. Wie gesagt, Firma SCUF macht schon schöne Dinger und jetzt packen wir mal aus. So, Freunde, hier schon mal der Karton, ne? Also richtig cool, ne? Das Ding macht richtig Laune aus. Ich weiß nicht, ich stelle mir das gerne hin und gucke mir das auch gerne an, weil ja, ich finde es einfach geil, wenn so zwischendurch so die Verpackung so ein bisschen ja hochwertiger gehalten ist. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir das Ganze mal auf hier. Hier haben wir direkt schon mal eine Bedienungsanleitung am Start, Freunde, und ja, auch alles mit so ein paar Tipps, Tricks, Zeugs, was man sich nachbestellen kann. Laber-Rhabarber, Freunde. Ja, kann man noch die eine oder andere Sache machen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel das mit diesen Sticks zum Auswechseln. Das ist eine coole Sache. Das gibt es auch nur bei SCUF. Und das ist schon was recht Feines. Also eine coole Sache von den Leuten dort. So, Freunde. Tada! Hier haben wir ihn. Meine Frau, die hat mich zwischendurch schon ausgefragt, so, ja, wie würdest du dir den vorstellen? Und, ne, und da habe ich ihr so ein paar gezeigt, welche es sein dürfen, Freunde. Und richtig schön verpackt hier. Alles cool gemacht. Also hier ist auch dieser Pinöppel drin, damit man hier die Dinger abschrauben kann. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, bevor ich da was kaputt mache. Würde ich sagen, das mache ich dann privat mal. Auf jeden Fall kann man dann hier irgendwie so aufschrauben und dann kann man halt den Stick rausnehmen und gegen einen anderen austauschen. Jetzt hat sie hier zum Beispiel, hat sie mir besorgt mit so gewölbten. Ich muss sagen, die liegen echt extrem gut in der Hand. Also irgendwie sind die sehr, sehr, sehr griffig. Genau, sehr griffig sind die Dinger. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Was ich ein bisschen zu bemängeln habe, ist, das war zwar ein Geschenk von meiner Frau, aber ich weiß, dass die Dinger ziemlich teuer sind. Also der müsste so um die 180 € gekostet haben, so wie er hier aktuell ist. Und ja, was mich da ein bisschen ärgert, ist, dass da nicht irgendwie so ein Ladekabel mit bei ist. Also ich hätte mir jetzt so ein schönes Nylon-Ladekabel dazu gewünscht, so ein bisschen für die Optik. Ja, ist leider nicht dabei. Also muss ich echt mal bemängeln und großartig irgendwie mal so ein SCUF-Aufkleber oder sonstigen Kram ist auch nicht dabei. Also ah, da muss ich echt sagen, SCUF, da müsst ihr mal ein bisschen dran arbeiten, da eure Leute
ein bisschen, ja, zufriedener stellen, weil ich sag mal, der Controller, das ist schon eine Hausnummer, der kostet schon ein paar Euro und ja, ich schätze jetzt mal, der wird so um die 180 € gekostet haben, weil ich weiß ungefähr die Preise. War zwar ein Geschenk, aber ich bin ja auch nicht doof, Freunde. Auf jeden Fall hier alles richtig cool gehalten. Ich mag das nicht so, wenn hier irgendwie großartig was drauf ist und so. Ja, gut, hier haben wir das SCUF-Logo drauf. Das ist schon eine coole Sache. Hier, das kann man abmachen für Steuerkreuz. Aber ich lasse das drauf. Das ist schon echt cool so. Also da bin ich echt zufrieden mit. Also mit diesen runden Dingen hier ist cool. Passt. Passt auf jeden Fall, Freunde. Ja. Hier hat sie die in Grau genommen. Die sahen auf dem Foto beziehungsweise auf der Seite, wo man das zusammenstellen konnte, wirkten die ein bisschen heller, also etwas helleres Grau, so wie hier, so dieses helle, ist jetzt ein bisschen, ja, ein bisschen dunkler. Kann man aber auch nachbestellen, Freunde, ist überhaupt kein Problem. Kostet, glaube ich, ein Zehner oder so die Teile. Also wie gesagt, Freunde, das hier ist keine Produktplatzierung. Das ist ein Geschenk von meiner Frau, was ich euch einfach mal zeigen wollte und ja. Was ich sehr geil finde. So, wir drehen das ganze Stück mal um, Freunde. Hier hinten haben wir die SCUF-Pedals. Da gibt es auch wohl unterschiedliche, aber wie gesagt, das war jetzt ein Geschenk. Und da musst du so einfach grob tippen, was der Dennoch sich da so wünschen würde. Aber ich bin schon mit den Dingern ganz zufrieden. Ich habe jetzt nicht so Riesenhände, Freunde, aber auch nicht ganz kleine. Und das passt schon. Also da komme ich ganz gut dran. Cool. Auf jeden Fall cool. Ja, wie ihr schon hört, seht. Ja, Freunde, hier so in diesem Digital-Camouflage. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ja, ich stehe halt so auf so Schwarz-Weiß-Camouflage. Finde ich cool. Ne? Also wie gesagt, hier die würde ich vielleicht nochmal austauschen, weil dieses Grau gefällt mir nicht ganz so gut hier. Könnt ihr mir ja mal in den Kommentaren hinterlassen, wie euch das so, Ganze so gefällt. Ja, was ich cool finde, ist hier mit diesem Grip-Zeug dran. Also das macht es schon echt griffig, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt noch nicht so Dauer gezockt, so mit schwitzigen Fingern oder so. Der eine oder andere wird es ja kennen. Aber so für eine Stunde zocken und so. Bis jetzt lag der immer ziemlich gut in der Hand. Ich habe immer große Paranoia, dass das Ding mal runterfällt. Ja. Finde ich auf jeden Fall recht nice. Ist auch Geschmackssache. Ich finde jetzt nicht, dass man unbedingt einen, ja, solchen SCUF-Controller braucht. Beziehungsweise so einen Pedal-Controller. Aber ja, lässt sich schon ganz gut mit spielen. Und ja, ich muss sagen, da muss man sich echt dran gewöhnen. Also ich werde da jetzt nicht der Ultra-Pro-Gamer draus werden, nur weil ich jetzt hier so einen SCUF-Controller habe. Das werde ich nicht mehr schaffen, Freunde. Aber das gute Teil hier, ja, macht einfach Bock damit zu zocken. Sagen wir mal so, ja. Und ist halt heutzutage so, man versucht sich halt ein bisschen individuell zu ja, gestalten. Auszuleben, ja, kann man so sagen, ne, Freunde? Ja, auf jeden Fall, das hier, mein SCUF-Controller, Freunde. Was ich schade finde, ist, dass hier noch nicht mal ein Ladekabel bei ist oder vielleicht mal irgendwie so ein paar SCUF-Aufkleber oder irgendwie so ein, ja, einfach so ein bisschen Zückerli hier reingelegt, Freunde. Ja, finde ich schade. Wie gesagt, gefällt mir dann an der Stelle nicht so gut, dass man da, ich glaube, das muss man extra kaufen, finde ich aber totaler Blödsinn, weil dieser Controller schon echt nicht günstig ist. Und ich will nicht sagen, dass er sein Geld nicht wert ist, aber er ist schon teuer, Freunde. Und da kann man so ein blödes Kabel, was die für ein paar Cent im Einkauf bekommen, kann man doch mal beilegen. So ein schönes Nylon-Kabel, schwarz-weiß, wäre doch richtig nice gewesen. Oder was sagt ihr dazu, Freunde? Hinterlasst mir auf jeden Fall mal in den Kommentaren. Was mir nicht so gefällt, ist dieses. Hört ihr das? Dreht mal jetzt euren Sound ein bisschen lauter und hört dieses. Hört ihr das? Dieses. Das sind die Federn hier von dem, von den Knöpfen hier drin. Boah, warte mal, wo ist die Kamera? Da. Hier, da sind die. Hört ihr das? Das klingt ein bisschen billig, oder? Ich weiß nicht, also ich habe mich auch für King Controller interessiert. Also jetzt mal Frage an euch, King Controller. Ist das bei euch auch so? Ist das normal oder so? Weiß ich nicht. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie das bei denen so läuft. Wenn einer von euch einen King-Controller hat, dann kann er mir auf jeden Fall mal
Feedback dazu geben, wie die Controller so sind. Ich hätte wahrscheinlich auch, wenn ich einen bestellt hätte, hätte ich wahrscheinlich einen King Controller genommen, weil es halt eine deutsche Firma ist und die Jungs so, man muss sich auch immer untereinander so ein bisschen unterstützen. Das Ding kommt jetzt hier aus England. Wie gesagt, die machen eine schöne Arbeit hier, das mit diesem, mit den Sticks tauschen, das ist halt einmalig, das gibt es halt nur bei SCUF und nirgendwo anders, aber ja, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ist halt ein schönes Feature, was die haben. Aber ansonsten alles andere können eigentlich so die anderen auch fast, bis auf beziehungsweise hier so den Grip und sowas. Das hat man, glaube ich, bei anderen Controller-Herstellern in Anführungsstrichen oder Modern hat man das jetzt nicht unbedingt, aber ist jetzt auch nicht so lebenswichtig. Es geht ja hier auch so um die Pedals und so. Aber so im Großen und Ganzen, schönes Design, schöner Controller, liegt gut in der Hand, fühlt sich auch so, ja, ist so ein bisschen matt so, aber es, ja, fühlt sich gut an. Fühlt sich einfach nur gut an. Also das Ding fühlt sich einfach nur gut an. So, zum 10. Mal. Ja, Freunde, bewertet das Ganze mal. Erzählt mir mal von euren King-Controllern, wenn ihr einen habt. Sagt mir mal, was ihr davon haltet, dass man hier noch nicht mal ein Ladekabel drin hat. Finde ich ein bisschen Schwanz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Könnt ihr mir mal sagen. Weiß ich nicht. Vielleicht sind die guten Jungs von King-Controller ja auch mal so nett und schicken mir einen. Dann kann ich den mal hier auch präsentieren, beziehungsweise ein Unboxing starten, weil ich gehe mal davon aus, dass zum Beispiel King Controller wenigstens ein Ladekabel mit beipackt, wenn ich das mal so richtig ermittelt habe. Freunde, ich habe da jetzt nicht nachgeforscht, aber ich meine, ich hätte das so in Erinnerung, dass da wenigstens so ein bisschen Feature drin ist, ja, um seine Kunden auch bei Laune zu halten, Freunde. Also nicht nur abkassieren, sondern auch so ein bisschen, ja, Zückerli mit rein, das wäre nice gewesen. Ist hier jetzt nicht der Fall, aber im Großen und Ganzen ein solider, guter, hübscher Controller. Gut, übers Design, das ist jetzt Geschmackssache, das kann jeder anders machen, aber ich halte das eher so im Schwarz-Weiß, finde ich ziemlich geil. Und ja, in diesem Sinne, Freunde, ich bin raus, euer Denosch. Ja, ich hoffe, jetzt kommen bald mal wieder mehr Videos und warum keine kamen und so, ja, werde ich mal in so einem kleinen Vlog oder so, werde ich das mal erläutern, Freunde. Auf jeden Fall technische Schwierigkeiten. Laberababa, Freunde, lasst mir ein Like da, sagt mir, wie ihr die Controller findet, sagt mir, was ihr dazu, sagt mir, was dazu, sagt mir, was ihr davon haltet, dass hier noch nicht mal Ladekabel drin ist. Ich bin raus. Euer Denosch, sagt, King Controller soll mir euren schicken, ich pack den aus und dann regeln wir das, Freunde. Nice. Bis dann. Ciao.